Queen Elizabeth II. Ist am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Monarchin verstarb am Donnerstagabend auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral, so der Buckingham Palace. Nachdem Ärzte Sorge um ihren Gesundheitszustand geäußert hatten, reisten engste Familienmitglieder zum Landsitz der Queen. Ihr letzter öffentlicher Auftritt fand erst Anfang der Woche statt, als sie Liz Truss zur neuen Premierministerin ernannt hatte. Als sie 1952 Königin wird, steht sie an der Spitze eines Empires mit mehr als 70 Kolonien. Sie übernimmt das Zepter im Kalten Krieg, der lange vor ihrem Ableben endet. Die Queen hat auch eine unbeschwerte Seite. Die zeigt sich vor allem an ihrer Liebe zu Tieren. Seit ihrem 4. Lebensjahr reitet sie und steigt noch in den Sattel, als sie schon 5-fache Uroma ist. Als ihr Mann Prinz Philipp im April 2021 nach mehr als 73 Jahren Ehe stirbt, gönnt sie sich nur eine kurze Auszeit von ihren Pflichten. Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden, versprach die Queen an ihrem 21. Geburtstag, wolle sie ihren Untertanen widmen. Nach über 70 Jahren ist dieser Dienst nun beendet und zugleich ein Spitzenwert. Kaum ein anderer Monarch war länger auf dem Thron. Thronfolger und damit König ist nun ihr ältester Sohn, der 73-jährige Charles III.